So, und damit, hallo Leute, was geht ab jetzt zum zweiten Video von, beziehungsweise zum ersten Video von Phobia St. Dimfner Hotel. Schön, dass ihr mit dabei seid und Bock wart. Ein Indie-Horror-Psycho-Thriller-Spiel von einem recht kleinen Spielentwickler namens, wie heißt er noch, Pulsatrix Studios. Einem kleinen brasilianischen Studio. Eigentlich recht unbekannt. Ich glaube, das ist, glaube ich, das erste Hotel, erste Spiel von denen. Bin mir aber nicht sicher. Pulsatrix. Ich hoffe, die haben ein geiles Spiel rausgehauen. Weil die Bilder und so sahen ja schon geil aus. War wieder natürlich so ein. Das war diesmal ein Instagram-Fund sogar. Die Spiel wurden über Instagram angezeigt, aber ich höre irgendwie gar nichts. Ah, jetzt. Psycho-Horror-Spiel in einem Hotel, welches in Brasilien ist. Beziehungsweise dieses Spiel spielt in Brasilien. Soweit ich das weiß. Bin mir nicht sicher. Das will ich hier. Spiel, ob zuerst mal ist durch. Warte, wir müssen mal rein. Gut anzeige. Mal. Hier, ich aus. Mal. Eine Waffe in der Hand. Hier kannst du feststellen, wie die einzelnen Patronen in der Waffe aktiviert schauen. Zählen. Keine Fischer. Feinkreis haben wir jetzt mal ganz eigentlich automatisch laden. Nee. Nein, das mache ich selber. Das würde mich nur komplett irritieren. Es ist sogar auf Deutsch, weil nämlich stand das nämlich. Gut, ich bin gespannt, ich hoffe auf ein geiles Spiel. Ziel des Schiffes, Munitionshilfe, Transformationshilfe. Schreibt die Munitionshilfe ein oder aus für Munition. Den Boss geben wir Bedarf hinzu. Ziel anzeigen. Ziel, Place, Rainbow, Fighter, Zustand. Ja, ich hab die Tutorial anzeigen nochmal. Ich schau die rein, nochmal rein. Okay, ich bin gespannt. Ich hab Bock. Prolog. Shit. Where am I? No. No, no, no. I have to get out of here. Es kommt mir aber bekannt vor. Das ist zwar heute erst rausgekommen, aber wie kommt es mir bekannt vor? Dieser Start auf jeden Fall, diese Zelle hier. Aber was mich direkt schon nervt. Nervt ist ein bisschen übertrieben, aber. Oh, halt. Ist halt nur links rechts, ich kann es mir schon nicht sagen, ja. Wow, okay, das ist ein bisschen zu hart. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das so knallt. Das ist immer das Erste, was man hier nehmen muss. Ja, das ist gut. Was ist das? Da ducke ich mich. Kreis. Aber ich spiele eigentlich gar nicht so scheiße aus bis jetzt, oder? Taschenschlüssel. Wer will nicht lassen? Ohne Notiz. Korra. Ich sag mal Korra. Lesen. Oh. Ah. Okay, ich kann kein Brasilianisch, ich bin so kein Spanisch. Lauft. Das hat so ein Resident Evil, beziehungsweise auch so ein Dino Crisis Touch, würde ich sagen. Verwenden. Dino Crisis hat. Aber ist das
Seems like no one else is around. Now's my chance. 7. Okay, ich muss noch ein bisschen runter machen wieder. Das war doch viel mehr, als ich erwartet habe. Okay, das ist so langsam. Nummer 1,5. Ja, das ist gut. Wieso ist der Schlüssel kaputt? Oh, der ist eh nicht so lange, ne? Okay, doch, das muss ich wieder ein bisschen hochsetzen. 1,6 war gut. Ah, was ist hier was? Zettel? Es Noah's Covers, ja, ich kenne ihn ja in Spanisch, also. Sehr geehrtes Mitglied des Heiligen Pfades. Die neuen Versuchskaninchen sind bereit zum Testen. Oh, danke. Die Verfahren beginnen sofort. Der Heilige Pfad zählt auf ihre Mitarbeit bei der ordnungsgemäßen Registrierung der Patienten. Über das Prinzip des freien Willens. Debi Menezes. Menezes, keine Ahnung. Okay, was ist los hier mit euch? Also, ich dachte, ich wäre im Hotel. Was ist von der Zukunft zu erwarten? Oh, halt ich mich nicht. Schlüfte. Da kann ich doch irgendwas aufnehmen, oder? Nee. Was ist? Joe. Ja, hier haben wir es gut. Ach, wow. Ach, wow, Luis. Shadows in Gefangenschaft. Datum. Seht ihr? Damals so ein Grund genau. Heute Morgen haben wir in einer... Ach, ich lese das alle nicht vor. Außerhalb des Heiligen Pfades gelungen ist unsere Einrichtung, diese auch mal zu infiltrieren. Statusbericht 1960. Alter. Moment, warte mal. Ich kann das markieren. Reporter in der Mitte versuchte schon eine Zeit. Also es scheint für mich noch ein Wurst. Hat der 4 Tage hat er weggetreten, Alter? Jesus. They have a whole file about me. Oh, was ist das? Da liegt jemand? Ich muss sagen, er sieht gar nicht so scheiße aus. Also sieht echt gut aus. Boah, wie ist der Schreck, da steht jemand. Da ist da nichts. Wie viel ist denn das? 5? Welche war denn? Achso, war gar nichts. Hab ich gar nicht, doch da. Nichts Besonderes, oder? Weißt du, ich könnte mich verstecken. Doch nicht. Mal den Splitten. Hier ist nichts Licht an, haben wir 5. Und hier ist nichts, ein ungefährliches Bett. Oder war irgendwas in dem Klo? Ich weiß, dass ich da raus muss. Aber ich werde, sobald ich den Schalter umlege, kommt irgendwas. Ist das ein Klo? Wahrscheinlich nicht. Was ist denn hier? Dusche. Kannst du anpacken? Warum ist das ein Stückchen da drin? Oh, hier ist ja auch ein Stückchen.
Rabinerschwert als Ablenkung. Ich habe ganz viel. Da ist irgendwas. Habe ich Beine? Oh, ich habe sogar einen Ball. Ich habe einen Körper. Das ist immer cool. Was haben wir schon da? Was war da? Keine Nummer 1960. Wir sind also am 11. Mai. 11. Mai. Wenn du überlegst. Der Bericht von gerade war, fing am 6. Mai an. 6.5. I can't leave until I find my notebook. It's too important. So sollte es sein. Hier ist nichts hin. Fuck. Those bastards. I can't let them destroy my notes. Gotta find somewhere to keep them safe while I look for a way out. Maybe that hole in the bricks should work perfectly. Warte mal. Also ich kann diese Dinge nicht benutzen. I'll come back for you. I just need to find a way out of here first. Das stimmt. Ich hätte gedacht, ich bin eine Frau. Das Titelbild eine Frau war. Oder? Shit! Shit! Ich hab den Kammer als Arzt. Eine Schere. No! Peter. Santa-Pnote. Ich kann was machen. Jetzt bin ich ohne Frau. Ne? Ja, immer noch gut. Also ich finde vom Stil. The rain's really coming down hard now.
wird safe die Vorgeschichte haben. Hat vom Steam ist was von Layer so viel. Ich meine jetzt nicht von der Zeit, in der ich jetzt das Spiel spielt, aber Layer so viel, als ich frei war. War ja im 18. Jahrhundert das Spiel, aber jetzt in der Neuzeit. Ich meine jetzt so von der Reform. Spieldesign. Ja, ich werde es okay. Da kommt keiner. Seems like nobody's here. Gut für mich. She's gone again, huh? My apologies for keeping you waiting. Oh, it's no problem. I actually just got here. Let go. Always running off somewhere. Right. So, should I just wait here, or...? No, 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 no. I can take it from here. How does the old saying go? If you want something done right... Do it yourself. Ah, precisely. So let's see here. What is your name, sir? Lopez. Roberto Leche Lopez. Roberto, Let's see. Ah, here you are. And to what do we owe the pleasure of your visit, Mr. Lopez? Tourism? Work? Or simply looking for an escape? Work, actually. I'm a journalist. You wouldn't happen to know anything about the strange things people have been reporting around here, would you? Room 610, Block B. The elevator is just through those doors, straight ahead on the right. Oh, okay. I truly hope you're the right person, Roberto. Please, enjoy your stay. Right. Thanks. Weird. Das sieht gar nicht so kacke aus, dafür, dass das ein recht kleines Studio ist. Ich glaube, von 5 Leuten oder so war das. Ein bisschen Horrorspiel. Tschüss, ich gehe jetzt mal hier rein. Was ist das hier? Ah, da scheint die Bar zu sein. Three strangers. Such a lovely place. Das war jetzt auch schon nicht der Ort, ne? Geh mich dahinter. Mach denn bitte so eine kleine Spalte dazwischen. Was soll man da hinten? Aber als Barkeeper. Gib mir gerade Kaffee. Ja, okay. Ich find's auch gut, dass er sich auch wie ein Mensch verliebt. Das ist cool, cool und zwar alles hier. Nicht einfach so eine glatt gebügelte Spielfigur. Ich scheine auch nicht misstrauisch zu sein. Hat er rechts gesagt? Welches rechts? Nein, schade. Wo ist er hin? Oder bist du ein Ninja? September 2000, ja, sag ich doch, die Vorgeschichte. Also, ach ne, gar nicht alt. Das war ja 1960, was da gerade war. Okay, okay. 1960, 2009. Kaminzimmer. Ein recht kleines, cooles Altenheim-Hotel zu sein. Das ist persönlich geil für mich. Also so geile Chesterfield-Sessel, beziehungsweise Sofas, Couches. Richtig geile Dinger. Aber auch totes Teil. Das ist einfach eine Gruselbude. Ich habe keine Ahnung von, ich habe keine Ahnung von Geschichte. Das sah ein bisschen böse aus.
So, dann werden wir mal nach oben gehen. Die Frage ist auch, wie speichere ich in dem Spiel? Ich habe keinen Bock, dann beim nächsten Mal noch weiter. Whoa, Stephanie wasn't kidding. This place looks incredible. I can't wait to settle in and get started. Es blinkt. Theaterabend, samt Teamvorteil, 19. September. Nehmen. 18. September. Schotter, finden die Zahl mit der Flugbahnregion 17. bis 3. Oh, da haben wir es ja schon wieder. Da haben wir doch mal den Fahrt. Sei frei, Flugbahnregion namens Fahrt. Also, das war. Mal wieder Fahrt. Scheint auf jeden Fall sehr bekannt zu sein. Ich kann mir vorstellen, was sie machen. Diese gute alte Hilfen der Sekte. Was ist eigentlich Flügel B? Da sind wir. Tja. Ist auch zu. Gut. Ich finde ja solche alten Buden richtig nice. Es ist zwar richtig dunkel, aber ich find's geil. Ich geld hätte Video auch über meine Bude aus einrechnen, zumindest einen Teil einpacken lassen. Gesperrt wegen wahrscheinlich Putzarbeiten. Ah. Verschlossen, hier wird rein, sag ich doch. Schick, schick. Ich find's cool. Ich hätte jetzt Engel Gabriel und du Frau Maria. Und das ist doch bestimmt hier, wie heißt er, dieser Liebesfritze da. Hey, sind wir. Ja, ja. Valentin. Hier ist noch Valentin. So, was ist er? Ach so. Die klappen nicht. So scheiße aus. Ich hätte jetzt nicht so gedacht, dass das so cool aussieht für so ein scheiß Spiel. Wobei, die sieht schon echt geil aus. Aber hier? Nichts. Aber wir sind zum Beispiel auch unbedingt weiter spielen. Diese Bichchen jetzt. Für Mitarbeiter. Die haben das nicht hingerannt. Ja, richtig schnell weg. Aber wie? Nice, nice. Sammlerwaffen. Waffen, die perfekt nicht so weit bleiben. Okay. Oh, Alter, ich hatte was. Schuhe? Da fehlt aber eine. Das ist nicht gut. Sind sie 100 zum Verschlüsseln von Texten verwendet. Alles klar. Lesen. Zuerst will das GZ. Warte da. 1953. Das Leben von Christoph und der Fehler. Ah, da habe ich vorhin für Christoph gespielt. Also, am Anfang. Das ist doch eine Frau. War das so viel? Also, Dorf ist Triestrinas. Triestrinas. Keine Ahnung, wer heißt Trinas auch. Das sind ja Christoph und seine Trinas. Und die Länder wird schon alle gegeben. Ich glaube, die können wir doch nicht mehr durch. Der 45. Gut, dann war jetzt doch. Ach so, ja, krass.
Ah, wir fahren safe auf das Mod. Christoph. Also dieses Dorf scheint auf jeden Fall mit dieser Sektor sehr verbunden zu sein. God, an entire week and I still don't have anything useful for the report. All I've done this whole time is run myself around in circles. A shower sounds amazing right now. Ja, nimm doch eine. Genau, was ist jetzt? Das Hotel. Jesus! Everything's torn to shreds! Did somebody ransack my room while I was unconscious? Ach, da unten steht sogar meine Lebensanzeige. Oh, der ist auch wieder safe wie Resident Evil. Kann sich auch wieder gut inspirieren lassen. Moment. Verbesserung. Ich muss verbessern. Das ist klar, ja, dann kann ich auch gut laufen. Hallo? Who's there? Also, gut. Sorry Leute, ich muss sagen, dann bin ich auch mein erstes Mal das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wartet, dass ihr erstmal mit dabei wart. Jo, das Spiel scheint auf jeden Fall sehr interessant zu sein, eigentlich. Das sieht die Scheiße aus. Das ist, glaube ich, eine recht gute Story. Ich hab mich ja mal wieder nicht informiert, warum halt nur die Spieler, die halt dann die Store halt bereitgestellt haben. Die habe ich mir halt angeguckt. Oh, 22. Ja, da war ganz im Bruderbildzimmer, oder? Was ist das denn? Kompass. Kann ich mal schnell ein bisschen mehr wieder machen. Das ist der Ding nochmal. Das kann ich schon sagen, das kommt dann die Uhr. Nicht, dass er nachher nur mit Zeitreisen in die Zahl kommt. So wie damals in Singularity, das glaube ich. You can knock it off with the practical jokes now. Ich bin gespannt, ich muss mir erst mal ein Buch machen. Jo, wenn ihr Bock habt, dann seid auf jeden Fall gerne mal dabei. Ich kann es gerade mich selber freuen. Dann würde ich sagen,
Ich habe schon gesagt, dass ich das Spiel.